So Leute, vor mir liegt ein Schaufelstück. Dieses Stück kennt man eigentlich vom Schmoren, aber man möchte es nicht glauben, in diesem Stück verbergen sich zwei der besten Steaks vom Rind. Ich spreche vom Flatiron. Wenn wir uns das ganze Schaufelstück mal anschauen, dann sieht man hier vorne eine Sehne. Die läuft durch das ganze Fleisch und das ist auch der Grund, warum es normalerweise immer nur zum Schmoren verwendet wurde. Wenn wir da jetzt aber mit dem Messer rangehen und die Sehne rausschneiden, haben wir zwei wunderbare Steaks, die wir kurz braten können. Diese Arbeit kann natürlich auch euer Metzger machen. Aber wenn ihr das als Schaufelstück kauft, also als Schmorstück, und die Sehne selber rausschneidet, dann kostet euch das fast die Hälfte. Und so habt ihr zwei schöne Steaks zu einem sehr günstigen Preis, die dem Filet auf jeden Fall Konkurrenz machen können. So, und jetzt kommt das Beste. Das Flatiron ist super einfach zuzubereiten. Wir haben hier einen schweren Gusseisenrost auf dem Grill. In der Mitte heizt er richtig auf. Wir haben bis zu 550 Grad. Jetzt den Deckel zu. Richtig aufheizen und wenn die maximale Temperatur erreicht ist, dann kommt das Steak auf den Grill. Jetzt reiben wir das Flatiron noch mit einem guten Salz ein und dann kann es auch schon losgehen und wir packen das auf den Grill. Das Schöne am Flatiron ist, es ist ganz einfach zuzubereiten. Wir haben es jetzt 3 Minuten auf der vollen Hitze. Das bedeutet, in der Mitte ist es schön saftig, außen aber schön kross und jetzt muss es gleich noch umgedreht werden. Wir haben jetzt das Steak 5 Minuten von der einen Seite gegrillt. Jetzt kommt noch die andere Seite dran, auch 5 Minuten. Wenn ihr es ein bisschen medium rarer haben wollt, dann lieber 3 Minuten, aber auf keinen Fall mehr als 5 Minuten. So, fertig, aber noch nicht anschneiden bitte, denn das Fleisch muss noch kurz ruhen, ungefähr 3 Minuten. Dann verteilt sich der Saft schön und die Temperatur und dann können wir es genießen. Und wenn ich so ein Flatiron vor mir liegen habe, ganz ehrlich, dann brauche ich kein Filet mehr. Lasst es euch schmecken.